Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Laso und ich befinde mich gerade vor Onkel Smash. Wir sind an der Lindenstraße 36, Onkel Smash Reutlingen. Ich habe Mitternachtskohldampf und ich dachte mir, ich habe die letzten Tage jetzt nur gesunden Fraß gegessen, wirklich nur Salat und so Zeug. Heute erlaube ich es mir mal, die gesamte Speisekarte hier bei Onkel Smash zu bestellen und zu probieren. Die gesamte Speisekarte habe ich bis jetzt noch nie probiert. Aber jetzt wird es mal Zeit. Wir bestellen alles auf der Karte. Das hier ist die Karte. Wir haben hier einmal Onkel Smash Fries. Dann haben wir hier eine Liste von Burgern und Menüs natürlich. Menü braucht man nicht. Wir probieren einfach nur die Beilagen und die Burger auf der Karte. Weil diese Speisekarte wird es bald so nicht mehr geben. Weil in Zukunft werden wir viel mehr neue Dinge rausbringen, sei es Beilagen oder Burger. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Eigentlich wollte ich den Döner hier probieren. Hier gibt es einen guten Döner, einen bekannten Döner, wo Holle auch gegessen hat und ein paar andere Food-YouTuber. Aber der hat leider keinen Spieß mehr da. Ist leider alle. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rein und smashen, was das Zeug hält, mein Lieber. Let's go. So, was darf es denn sein, mein Lieber? Mein Lieber, machst du mir einmal bitte die ganze Karte. Die ganze Karte? Die ganze Karte, bitte. Die willst du ganz alleine essen? Leck mich, dann mach mal die gesamte Karte. Was steht da? Zeig mal. Alles klar, das gebe ich so weiter. Entschuldigung, darf ich hier mal eine Runde filmen? Hast du hier eine Drehgenehmigung? Brauche ich eine. Hast du hierfür eine Drehgenehmigung? Nee, ich meine es gerade ernst. Hast du eine Drehgenehmigung? Nee, habe ich nicht. Wo ist das Problem? Gut, hier wird das Schweinefleisch verarbeitet. Was haben wir hier? Die Fritten. Oh. Alles gut, ja. Mmh. Ja. Boah, ja. Mhm. Die sind schon mindestens eine 4 von 10, ja. Was wird da gebrutzelt? Das sind die Nuggets, die Tenders und Onion Rings. Mhm. Wir haben ja einmal die gesamte Speisekarte bestellt. Mhm. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir fressen uns heute voll, mein Lieber. Mhm. Was macht der gute Mann da? Hier werden die Burger alle frisch zubereitet, ne? Oh, schau dir das mal an. Leckeres, saftiges Fleisch, mein Lieber. Ah, hier, film mal die Belleg-Station. Wir haben das hier Belleg. Jalapenos, Tomaten, Salat, wie nennt man die hier nochmal? Essig. Gürkle. Essig, ja. Ah, ja. Und karamellisierte Zwiebel. Dann machen wir hier einmal den Grill sauber hier. Sauberkeit steht an zweiter Stelle. An erster Stelle steht Schweinefleisch. Was ist denn das hier? Also, wir haben hier an der Tafel immer wieder mal Gewinnspiele hier in Reutlingen. Gewinnspiel, erster Platz iPhone 16, zweiter Platz Mediamarkt 500 Euro Gutschein. Jo. 500 Euro ist viel. Dritter Platz, AirPods. Wer benutzt heutzutage noch AirPods? Wer hört heutzutage überhaupt noch Musik? Teilnahmebedingung, Instagram, Onkel Smash Reutlingen. Warum steht da nicht, dass sie mir folgen sollen? Da leckt mich am Sack. Was ist denn das? Das ist ein Meisterwerk, mein Lieber. So, jetzt haben wir offiziell das Essen da. Das ist die gesamte Speisekarte einmal. Ja gut, ich fange jetzt einfach mal hier mit dem Burger hier an. Das ist, glaube ich, ein normaler Cheeseburger. Boah, schaut euch das mal an. Mmh. Ja, sehr, sehr geil. Also der Cheeseburger, der kostet hier 77. Das ist ein Wucher. Das ist ein Wucherpreis, mein Lieber. Cheeseburger, ganz klassisch, kennt man. Was haben wir hier? Ein Tenderburger. Der ist noch gar nicht mehr auf der Karte, aber egal. Probieren wir mal. Schmeckt sehr, sehr nach Chicken, mein Lieber. Ja. Ich muss jetzt nebenbei, während ich einen Burger reinbeiße, immer so Toppings essen, weißt du, ich meine, das ist immer so. Junge, mach mal deine Hand weg. Kennt ihr das, wenn ihr Burger isst, ihr müsst nebenbei auch so Pommes essen, es geht nicht anders. Es gibt ja zwei Arten von Menschen. Es gibt einmal welche, die essen, die beißen in ihr Burger rein und essen nebenbei Pommes. Dann gibt es welche, die essen zuerst die Pommes und dann die Burger. Ja, es gibt drei Arten. Und dann gibt es welche, die essen erst den Burger und dann die Pommes. Was haben wir hier? Auch ein, nee, was ist denn das? Das ist ein Hamburger, der kostet, film mal hier, 6,70. Mhm. 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 Oh. Mmh. Mmh. Schmeckt behindert. Wow. Was ist denn das? Chicken Nuggets? Mmh. Also im Großen und Ganzen, ich bin nicht ganz zufrieden mit der Speisekarte. Mir fehlt das gewisse Etwas, irgendwie was Neues. Und aktuell wisst ihr ja Bescheid, also an die Kunden, die regelmäßig herkommen. Wir haben nur diese Soße hier da. Eine Soße, eine hausgemachte Soße. Es wird mal Zeit für Variationen. Wir brauchen verschiedene Soßen. Ja, es gibt Leute, die mögen vielleicht die Soße nicht. Gibt es.
Deswegen müssen wir verschiedene Soßen rausbringen, damit es für jeden eine gibt. Versteht ihr? Boah, das sind die Zwiebelringe, die liebe ich. Die sind so knackig. Boah, ja. Heute ist mein Cheat Day. Ich bin ein Mensch, ich rede normalerweise nicht viel beim Essen. Aber immer wenn ich für mich alleine esse, da halte ich meine Fresse und ich genieße das Essen. Aber gerade, das sind halt wichtige Informationen, die ich rausgeben muss. Boah, ein Schluck. Boah, da haben wir hier die Tenders. Die sind wirklich sehr, sehr geil. Ich liebe Tenders. Schau dich das an. Wir wollen neue Soßen rausbringen, wir wollen neue Burger rausbringen, wir wollen neue Pommes, also Fritten rausbringen. Ja, wir wollen vieles, aber das Leben ist kein Wunschkonzert. Kann man nicht von heute auf morgen machen. Das geht nicht so schnell. Ja, wir haben gerade aktuell sehr viel Druck. Aber eins müsst ihr wissen, unter Druck entstehen nun mal Diamanten. Das hat mein Vater immer gesagt. Hier haben wir noch Chili Cheese Nuggets. Boah. Ich sag dir ehrlich, für Chili Cheese Nuggets braucht man keinen Dip. Aber unsere hausgemachte Soße ist Sex pur, deswegen dipp mal das hier rein. Da kannst du eigentlich alles reindippen. Alles schmeckt mit dieser Soße gut, sogar Chicken Deck. Ich weiß, das habe ich schon eigentlich schon seit längerem angekündigt. Aber es wird jetzt langsam wirklich Zeit. Das hier ist der Crispy Chicken Burger. Der kostet 8 Riesen. Boah, geil. Heute kam sogar eine TikTokerin. Ich bin manchmal zufällig da und manchmal kommen TikToker und Influencer. An alle TikToker und Influencer, ihr seid herzlich eingeladen. Also ihr könnt kommen. Am besten ist, wenn ihr uns vorher anschreibt, damit wir dann für euch alles vorbereiten können. Weil auf spontan ist es ein bisschen schwer, wenn es mal stressig ist, dass man für euch dann was Geiles zubereitet. Aber wenn ihr vorher Bescheid gibt, dann können wir uns auch vorbereiten. Dann kann man geile Sachen für euch vorbereiten. Hier haben wir einen Barbecue-Burger. Der kostet 7,70 Euro. Boah, es hat einen rauchigen Geschmack, einen aromatischen Geschmack, einen barbecuehaften Geschmack hat das. Ich finde Barbecue immer geil, unnütz. Im Sommer, wenn wir grillen, da habe ich immer so eine Barbecue-Soße, da dippe ich immer Sujuk rein und esse. Bis jetzt fand ich jeden Burger geil, gibt's nichts zu bemängeln. So, da haben wir hier den Spicy Burger. Der kostet 7,70 Euro, auch genau wie der Cheeseburger und der Barbecue-Burger. Okay. Boah. Oh, der ist scharf. Oh. Der ist scharf, ja. Der ist scharf, ja. An die Leute, die scharf vertragen können, ich kann euch Spicy Burger empfehlen, aber wenn ihr sensibel seid, lasst die Finger davon. Isst lieber irgendeinen anderen Burger, Cheeseburger oder so. Eigentlich haben wir jetzt alles durch, oder? Ja gut, Falafelburger habe ich jetzt nicht bestellt. Ich bin halt ein Fleischfresser, weißt du, ich meine. Und ich liebe Fleisch. Ich kann mir niemals vorstellen, wollt ihr noch meine letzte Unterhose oder was? Was ist denn los mit euch? Ihr Fischgesichter. Ich kann mir niemals vorstellen, kein Fleisch mehr zu essen. Junge, das ist grauenvoll. Also Respekt an die Veganer und Vegetarier, die sich wirklich daran halten, kein Fleisch zu essen. Ein Leben lang, wirklich, ihr habt meinen tiefsten Respekt. In meinen Augen seid ihr Giraffen, Alter. Das macht gar keinen Sinn. Und Fische, weil nur Fische essen kein Fleisch. Alhamdulillah, ich bin satt. Das Ganze hat mich jetzt nichts gekostet, aber das Ganze würde euch 98 Euro kosten, circa. Also, sag mal ein Huni. Ein Huni würde euch das Ganze kosten. Wir waren 10 Mann, sind alle satt geworden. Also, wenn jeder nur ein Burger isst und nicht zwei. Gut, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich halte euch auf den Laufenden, sobald wir neue Sachen rausbringen, neues Essen. Neue Variation. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die ganze Speisekarte getestet habe, oder? Erstes Mal habe ich noch nie gemacht. Musste auch mal sein. Und das nächste Mal, wenn ich die gesamte Speisekarte teste, haben wir dann neue Sachen. Geile Sachen. Ich gehe jetzt heim. Ich mache mir einen schönen Abend. Wir gehen nicht Pfeife rauchen in einer Shisha-Bar, sondern ich chill. Mache mir eine heiße Schokolade und schaue Avengers. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Psst.